ist die Veranstaltung für B2B-Marketing in Deutschland, jetzt schon Tradition hier im schönen Fürstenfeld, auch mit der Abendveranstaltung. Ich glaube, diese Kombination vor allem des Networkings, viele Kollegen übernachten auch, es trifft sich die ganze Community deutschlandweit, das ist einmalig und das hat gefehlt und die Resonanz sieht man hier ja. Und auch dann die Themen. Die Themen kommen ja nicht jetzt hier von unserer Vorstandschaft, sondern wir fragen in den Markt rein unsere Marketingkollegen. Dieses Jahr eben Digitalisierung natürlich. Es sind immer Zukunftsthemen, Trendthemen, die den Markt vorantreiben und jeder geht mit einer Ladung Inspiration wieder raus aus dem Meeting. Das Networking ist enorm wichtig. Heute kann man nur mit Networks arbeiten und ich treffe mich regelmäßig mit den Marketingkollegen und da ist der BVIK die ideale Plattform. Und auch als Praktiker mit vielen Jahren Erfahrung gehe ich jedes Mal mit einer neuen Idee raus. Und man muss ja nicht jedes Fettnäpfchen neu, was ein Kollege schon mal ausgelotet hat, nochmal ausloten. Und es gibt immer Tipps und Tricks, wie es weitergeht. Und die Marketingkollegen arbeiten da auch sehr offen miteinander. Und man ist auch nicht in einer Konkurrenzsituation. Und das Entspannende ist auch, man sieht, alle haben die gleichen Herausforderungen oder sehr ähnliche Herausforderungen. Jede Firma muss ihren eigenen Weg finden, aber trotzdem dieser Austausch ist enorm wichtig. Auf den Punkt gebracht, der BVIK ist für mich Inspiration.